Ich stehe mitten in Berlin und hier findet heute die bankwirtschaftliche Tagung statt. Das wichtigste Ereignis aller Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland. Und knapp 900 Bankvorstände sitzen da drin, hören sich Vorträge an und schenken mir hoffentlich einen Geburtstagsgruß für Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Das ist die Volks- und Raiffeisenbank Altmark-Wendland. Wir sind VR Plus, ist ein Unternehmen in den 4 Bundesländern. Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Und dazu sind wir eine der ursprünglichsten Genossenschaftsbanken. Wir haben auch noch das Handelsgeschäft. Der DG Verlag ist ein Dienstleister der Volks- und Raiffeisenbanken, ein System- und Medienhaus im Verbund. Ich bin Regionalleiterin der Teambank für die Länder Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland zuständig. Ich arbeite bei der Teambank. Was ist die Teambank? Teambank kennen noch nicht so viele, aber die meisten kennen Easy Credit. Wir sorgen dafür, dass Sie immer genügend Liquidität haben. Dazu gehört der Konsumentenkredit, der Easy Credit. Und den vertreiben wir über die Volks- und Raiffeisenbanken. Wir haben immer Hilfe zur Selbsthilfe auf unseren Fahnen geschrieben. Und wir leben dies auch mit Leidenschaft. Lukas Podolski macht für unsere PSD Bank Köln Werbung, ist mittlerweile Botschafter in der gesamten Stadt und Umgebung. Und Polly engagiert sich auch sehr stark für Kinder, passt also optimal zu unserer Organisation. Was ist eigentlich die Abkürzung von GLS? Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken. Nämlich ausschließlich sozial-ökologische Investments. Das ist das, was die Genossenschaft zusammenhält. Das ist das, was die Mitglieder wollen. Ich bin wirklich auch sehr dankbar, dass es Friedrich Wilhelm Raiffeisen gab. Ich bin in der 4. Generation im Genossenschaftswesen tätig. Das ist meine berufliche Heimat. Und er hat uns ein Wertegerüst mitgegeben, was uns gerade in der heutigen Zeit unglaublich gut tut. Ich freue mich natürlich als Mitarbeiter von Schwäbisch Hall und vom Verbund natürlich auch, darüber, dass es ihn gab und er diese Idee ins Leben gerufen hat, auf denen auch unser Geschäftsmodell basiert. Für das BWT-Vorstandsteam haben wir vorne einen Kicker stehen und kann diesen Kicker am Ende der WM gewinnen. Sprechen Sie ein bisschen Kölsch? Sie sind ja Kölner, ne? Ein bisschen, ja sicher das. Dann richten Sie doch mal dem Friedrich Wilhelm Raiffeisen auf Kölsch Geburtstagswünsche aus. Liebe Friedrich Wilhelm, ich grüße dich ganz herzlich aus Köln. Herzlichen Glückwunsch zu deinem 200. Geburtstag. Auf Schwäbisch, ich bin schon 40 Jahre in Baden-Württemberg, also insofern kann ich das nicht mehr so ganz so gut machen, aber herzlichen Glückwunsch natürlich für 200 Jahre Raiffeisen. Liebe Friedrich Wilhelm, du bist ein super guter Kerl, du hast was ganz Tolles gemacht. Beste Glückwünsche zum 200. Geburtstag und Weser Ems für Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Ich finde total gut die Idee von Raiffeisen, die ist echt fetze. Leben Friedrich Wilhelm, ich sagte nur eins, alles Gute zum Geburtstag. Lebe weiter, wir leben weiter diesen Traum und vor allem dieses wunderschöne genossenschaftliche Gedankengut. Ich glaube, das ist der jüngste 200-Jährige, den ich bisher erlebt habe, dessen Idee so aktuell ist wie nie zuvor. Und ich glaube einfach, dass die Idee, die er ins Leben gerufen hat, etwas ist, was Menschen verbindet. Also lasst uns gemeinsam die Zukunft rocken. Lieber Friedrich Wilhelm Raiffeisen, ich wünsche dir noch viele Jahrhunderte, dass deine Idee so lebendig bleibt, wie du sie ins Leben gerufen hast. Großen Respekt vor dieser Lebensleistung. Tolle Idee, die du vor 200 Jahren bist geboren, danach hast du es vorangetrieben. Wir profitieren heute davon. Herzlichen Glückwunsch und wir halten deine Idee und deine Fahne hoch. Alles Gute.